zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute einmal mit nassen Haaren vor der Kamera, weil ich gerade eben Sport gemacht habe. Ich war duschen, ich war schon richtig aktiv heute. Und was ich auch in letzter Zeit wieder sehr aktiv gemacht habe, und ich habe langsam auch so ein minimal schlechtes Gewissen, weil es so ein bisschen ausufert, ich war wieder Strippler kaufen. Aber auch nur, weil er im Angebot war, weil sonst, das habt ihr vielleicht wahrscheinlich auch am Thumbnail gesehen, hätte mich das Ganze, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment. Sonst hätte mich dieser Nagellack über 230 Euro gekostet. Das ist so, so viel Geld. Und da ja eine Flasche gerade 3 Euro kostet, die sonst 17 Euro kostet, habe ich natürlich nochmal zugeschlagen. Und dann kam einer hinzu, dann war ich nochmal im Laden, dann kam noch einer hinzu, dann nochmal 3, dann nochmal 10. Also ich habe ein bisschen übertrieben, aber auch nur, weil das Angebot da war. Und jetzt bin ich wirklich auch total eingedeckt mit den ganzen Striplacks. Und meine Sammlung ist jetzt auch bei 43 und streng genommen plus 6, weil ich habe ein paar doppelt, die will ich aber verschenken. Also es ist ein bisschen sehr, sehr viel geworden und ich glaube, jetzt reicht es auch erstmal. Da sind ganz, ganz tolle Farben dabei, weil ich halt nicht so wirklich mich dorthin stellen konnte und gedacht habe, okay, ich nehme jetzt bewusst diese Farbe, ich nehme jetzt bewusst diese Farbe. Nee, das war jetzt nur noch so eine Grabbelkiste und da habe ich irgendwie reingegriffen, okay, den habe ich nicht, den habe ich nicht, den habe ich nicht. Und dann sind die halt alle mitgekommen. Und da wir ja alle das Problem mit dem Strippler kennen, dass halt das Etikett nicht so ganz der Farbe entspricht, dass manchmal auch sogar der Name überhaupt gar nicht der Farbe irgendwie nahe kommt, habe ich gedacht, zeige ich euch heute nochmal so ein Swatch-Video, in dem ich euch nochmal meine neuen Nagellacke zeige. Es sind wie gesagt einige und ich habe auch hier einmal das ganze Regal und es ist schon ein bisschen schwer. Tada! Das sind also alle gerade und ich habe da wie gesagt noch ein paar doppelte, die habe ich jetzt erstmal zur Seite gepackt. Ja, es ist ein bisschen viel geworden, aber ich liebe Striplacks sowieso, das wisst ihr ja. Und jetzt aktuell habe ich zum Beispiel auch eine schöne sommerliche Farbe drauf, die zeige ich euch natürlich auch. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon direkt einmal los. Hier haben wir also Hurly Burly, das ist die Farbe, die ich aktuell schon auf den Nägeln trage. Finde ich wunderschön, das ist sowas Leichtes zwischen Pink und Rot, wenn ihr mich fragt. Und irgendwie so eine perfekte Farbe für den Frühling als auch für den Sommer. Falls meine Nagelhaut etwas trocken aussieht, das liegt daran, weil ich ja vor dem Striplack auftragen niemals die Hände eincreme. Nur so als Info am Rande, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Und hier habe ich einmal My First Love. Und Leute, die Farbe sieht schon mal mega deckend aus. Ich trage das jetzt einmal auf. Und wie immer habe ich eine Schicht von Sinful Glow auf den Fingernägeln. Wie gesagt, das ist eine sehr gute Basis, um halt keinen Nagel zu haben, der durchschimmert. Und ihr habt eben auch die Garantie, dass kein farbiger Nagellack euer Naturnagel verfärben wird. Das Ganze ist, wenn ihr mich fragt, eine sehr schöne Farbe. Eine Schicht davon reicht definitiv aus. Und es erinnert mich an irgendein Kinderspielzeug, aber ich komme gerade nicht drauf. Falls euch etwas dazu einfällt, zu der Farbe, an was ihr euch erinnert, dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Nude Parisienne, bin ich sehr gespannt. Sieht auf den ersten Blick nicht besonders deckend aus. Ich fürchte, hier müsste man mehr als eine Schicht benutzen. Ja, von der Farbe muss ich ehrlich sagen, dass ich gar nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Es ist halt so ein schmutziger Ton. Ich meine, es kann auch sehr schön aussehen, erst recht, wenn man, ich wiederhole mich, aber wenn man so leicht gebräunte Hände hat, kann ich mir das sehr gut mit Goldschmuck vorstellen im Sommer zu einem schönen hellen Outfit. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so meine Farbe sein wird, aber ja, Hauptsache haben, ne? Auf diese Farbe war ich mega gespannt, weil ich finde Neon Pink, das klingt richtig interessant. Und oh mein Gott, ja, das sieht echt gut aus. Oh, es ist richtig schön pink. Also das hier ist Barbie Pink. Nichts irgendwie dazwischen. Aber jetzt frage ich mich gerade, ist Barbie Pink denn Neon Pink? Neon Pink habe ich mir halt eher so vorgestellt wie so ein Leuchtzeichen, so ein Leuchtschriftzug. Aber ich glaube, ich liebe den jetzt schon. Und auch nochmal ein Unterschied. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen. Zu dem aktuellen Hurly Burly hier auf dem Zeigefinger. Und hier auf dem Daumen halt dieses Neon Pink. Das ist sowas von Barbie Pink. Wäre meiner Meinung nach ein besserer Name gewesen für diesen Nagellack. Also, liebes Alessandro-Team, falls ihr Hilfe braucht bei der Namensfindung, ich bin gerne für euch da. Blue Lagoon. Okay. Sieht schon mal so ein bisschen nach Ozean aus auf dem Auftrageding hier. Ich glaube, das ist ein Petroleum. Und eigentlich muss ich sagen, dass Petroleum nicht zu meinen Lieblingsfarben zählt. Und auch hiervon wären zwei Schichten definitiv angebracht. Ich kann auch so ein bisschen die Schicht darunter durchsehen, was ein bisschen schade ist. Ich finde, gerade bei dunklen Farben sollten sie es so machen, dass es eben mit einem Anstrich deckend ist. Das haben die nicht bei jedem Ton geschafft. Und das ist so ein bisschen schade. Aber ja, ist eine Farbe, die definitiv mutig ist
Und wenn man da Bock drauf hat, warum nicht? Dann bleiben wir eigentlich auch bei den Blautönen und kommen zu Lucky Lavender. Ist wow. Ist mega gesättigt, die Farbe, würde ich mal behaupten. Aber ich kann sehen, dass ich nicht richtig geschüttet habe, weil verschiedene Farben irgendwie hier ineinander gehen. Ich sehe ein bisschen weiß. Okay, jetzt mischt sich das ein bisschen auf den Nagel. Das ist auch nicht schlecht. Das ist also Lucky Lavender. Ich finde sogar im Vergleich zu dem Blue Lagoon von eben, ist das hier so ein bisschen alltagstauglicher oder auch etwas, was man im Büro tragen kann. Würde ich so definitiv tragen und auch hier wären zwei Schichten angebracht. Auf Pink Emotion bin ich ja megamäßig gespannt, weil erstens, er heißt Pink Emotion, also Pink. Und dann eine orangefarbene Etikette, das verstehe ich nicht so ganz. Wir schauen einmal, wie es drinnen aussieht. Und für mich sieht das eher nach Orange aus. Ich verstehe bisher noch nicht, warum er seinen Namen hat. Das ist rot, Leute. Das ist so ein Monorot. Das ist direkt zwischen Orange und Rot. Aber es hat rein gar nichts mit Pink zu tun. Das ist wieder so ein Fragezeichen, ne? Was haben die damals falsch gemacht, als sie sich für die Namen entschieden haben? Aber es ist eine tolle Farbe, nicht falsch verstehen. Ich finde die richtig schön. Also gerade habe ich, glaube ich, auch sogar einen Lippenstift in der Farbe da. Das hier ist keine Pink Emotion, das ist eher Red Emotion. Also ich finde es sehr schön. Ist eine tolle Farbe und sehr deckend, also eine Schicht reicht definitiv aus. Nach der Überraschung von eben weiß man jetzt ja gar nicht, was einen erwartet. Aber auf dem Pinsel sieht es gerade aus, als ob es dem Etikett sehr nahe kommt. Schauen einmal. Also hier finde ich die Beschreibung gar nicht schlecht. Ich finde, es hat so ein bisschen was Graues, also eher dusty und purple, ja. Sehe ich auch so ein bisschen da drinne. Ist eine tolle Farbe, glaube ich, für den Herbst, für den Winter, wenn es dann wieder soweit ist. Wobei, wir wollen da jetzt erstmal noch gar nicht dran denken an den Herbst und Winter. Freue mich ja erstmal schon, dass jetzt mehr Sonne da ist. Gut gemacht, Strip Luck. Ihr habt nicht mal es geschafft, ein Etikett und auch eine Farbe richtig zu benennen. Kommen wir zu einem weiteren Lilaton. Hier haben wir Silky Mauve oder Mauve oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ich finde den Ton jetzt nicht besonders und wahrscheinlich würden auch hier eher zwei Anstriche nötig sein. Ja, es ist ein sehr mädchenhafter Ton und ich glaube, der passt sehr gut zu Nude-Tönen. Also wenn man eher ein schlichtes Outfit hat im Sommer, kann ich mir den Nagellack sehr gut vorstellen. Auf diese Farbe bin ich sehr gespannt, weil Chocolate Brown, das klingt richtig dunkel. Wir schauen einmal, wie es aussieht. Ja, also das ist wirklich ein sehr satter Braunton, auch wenn es eher so ein Rotbraun ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eher ein kühler Ton ist, sondern definitiv auf der warmen Seite, was gar nicht negativ sein muss. Ich finde die Farbe sehr schön, kann ich mir sehr gut wieder im Herbst vorstellen, im Sommer etwas weniger. Beziehungsweise vielleicht, wenn man eher so ein helles Outfit hat mit ganz viel Weiß und naja, also ihr merkt, ich bin selber noch nicht ganz entschieden. Das ist generell, also ich habe jetzt auch viel zu viele Nagellacke eigentlich und ich glaube auch, jetzt ist erstmal Schluss mit Strip-Lack kaufen für mich. Aber auch das hier ist eine sehr schöne Farbe. Hier haben wir einen weiteren Pinkton und ich bin sehr gespannt, wie der denn so ausschaut. Wow, der sieht echt toll aus. Ich glaube, ich nehme das Barbie-Pink von vorhin zurück. Das hier ist so, so viel mehr Barbie-Pink. Oh mein Gott. Also der ist richtig toll. Das ist ein satter Ton. Und das Schöne ist, und irgendwie fällt mir das bei den Pinktönen auf, die sind mit einem Anstrich alle total deckend. Ich finde die Farbe mega. Ich hoffe, dass man es auch auf der Kamera sehen kann. Und wenn ich einmal hier mein Hurly Burly nebenhalte, dann sieht das hier eher aus wie so ein Neonton und auch eher so rötlich. Aber das hier ist richtiges Pink. Ich liebe es. Das sieht so toll aus. Wow, also den mache ich mir, glaube ich, als nächstes rauf. Ich muss ehrlich sagen, unter Sweet Blackberry kann ich mir gerade sehr wenig vorstellen. Wir schauen einmal. Okay. Glaube oder ich fürchte, der sieht einer anderen Farbe, die ich gerade gezeigt habe, sehr ähnlich. Nee, Versuch fehlgeschlagen. Ich habe jetzt gerade eben die andere Hälfte abgemacht, weil ich habe gedacht, ich habe jetzt unter denen, die ich euch gezeigt habe, definitiv einen dabei, der so aussieht wie dieser hier, aber dem ist gar nicht so. Ich bin gerade alle durchgegangen. Auch noch einmal den hier, My First Love. Okay, der ist nochmal sehr, sehr viel heller. Nee, so ähnlich sehen die sich doch nicht. Also der hier ist eher so im rosa Bereich, der eher im pinken Bereich. Aber beide irgendwie auch im lila. Sind beide sehr schön und auch definitiv unterschiedlich. Rosy Wind klingt, finde ich, sehr interessant. Und ist auch eine tolle Farbe. Und es ist sogar ein dunkler Ton, der mit einem Anstrich definitiv deckend ist. Da kann man gar nichts dran aussetzen.
Ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ist auch nochmal anders als dieser Schokoladenton, den wir gerade hatten. Weil der hier noch so was leicht lila-bräunliches drin hat. Der hat was Elegantes irgendwie, finde ich. Ja, das lässt ihn definitiv elegant aussehen. Und elegant mag ich. Und deswegen mag ich auch den Nagellack. Wir befinden uns jetzt aktuell im Finale. Noch ist nichts auf dem Nagel, aber wenn ihr mich fragt, ein Schwarzton definiert, ob ein Nagellack oder generell eine Nagellackreihe, finde ich, glaubwürdig ist oder nicht. Oder halt auch ein Weißton. Und Weiß, das wisst ihr, habe ich auch schon von Striplack ausprobiert. Und zwar dieser Tip Whitener. Ja, das ist jetzt keine Nagellackfarbe. Das soll halt so ein Whitener sein für die Tip, also für die Spitze. Aber der hat mich gar nicht überzeugt. Und ja, deswegen stelle ich den einmal weg. Jetzt sind wir hier bei Schwarz. Ich habe noch nicht gesehen, wie es auf dem Pinsel aussieht. Also bin ich mega gespannt. Und das sieht gut dunkel aus. Wollen wir mal sehen, ob der deckend ist, weil ich kann mir vorstellen, dass der so grau vielleicht bleibt. Also Schwarz überzeugt 100%. Ich hatte selber schon lange keinen schwarzen Nagellack mehr auf den Nägeln, wobei ich mir gerade denke, dass ich das ganz toll finde. Habe ich schon echt lange nicht drauf gehabt. Das ist ein Anstrich, der reicht locker aus. Und wenn ich hier einmal auf die Flasche schaue, das ist eine dreistellige Nummer, die 177. Das ist also ein aktueller Nagellack, der ist neu. Und ich glaube, das haben die auch gut durchdacht, weil an Schwarz entscheidet man wirklich, ob ein Nagellack die Reihe wie auch immer gut ist oder nicht. Genauso wie mit dem Weiß. Und mit dem Weiß haben sie halt enttäuscht. Anders kann man es nicht sagen. Aber das Schwarze überzeugt mich definitiv. Ist eine sehr, sehr tolle Farbe. Kann ich nur weiterempfehlen. Das waren also meine neuen Strip-Lack-Lacke. Und ich mag das ganz gerne, wenn ich halt so Live-Swatches mache und während ich halt swatche, euch was dazu erzähle. Weil im Nachhinein kann man sich doch eh nicht alles merken. Und so kann ich halt auch nochmal selber halt schauen, welcher mir denn gut gefällt. Und wenn darunter auch einer war, der euch gefallen hat, oder vielleicht auch mehrere, wenn ihr auch so bescheuert seid wie ich, dann habe ich euch natürlich auch alle einmal unten in der Infobox verlinkt. Die sind von Amazon, aber es gibt natürlich auch Läden, die das verkaufen. Dort, wo ich jetzt gerade im Angebot zugeschlagen habe, das ist Butnikowski. Die nehmen die aus dem Sortiment raus und deswegen sind die halt gerade auf 3 Euro runter. Es ist auf jeden Fall ein lohnendes Angebot. Ich habe ja extrem viel Geld dadurch gespart. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und halt bei der Kaufentscheidung hilft bei dem Nagellack. Weil wie gesagt, Farbe ist, finde ich, so wichtig und es ist so schade, dass man es nicht anhand der Flasche erkennt. Es ist ein bisschen blöd gemacht. Mein Highlight war Pink Emotion. Orange, Pink, gar nicht irgendwie das Gleiche. Und jetzt wünsche ich euch eigentlich auch schon noch einen schönen sonnigen Tag oder auch ein sonniges Wochenende. Es ist wunderschön draußen. Ich liebe das Wetter und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr gut gelaunt und mega motiviert. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Muah.